Davon träumt jedes Kind, glaube ich, das Debüt in der Bundesliga zu machen, machen zu dürfen. Dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Sechs Spiele waren wir wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Siebenmal in Folge in Wolfsburg siegreich. Beide Serien endeten gestern Abend. Damit herzlich willkommen hier vom BVB Trainingsgelände zu unserem Spieltagsrückblick, in dem wir gleich noch Bundesliga-Debütant Marco Pasalic im Interview haben. Zuvor aber lassen wir Edin Terzic zu Wort kommen. Hier seine Analyse nach dem 0:2 beim VfL Wolfsburg. Wir haben den deutlich schlechteren Start erwischt. Wir haben in den ersten 5 Minuten zwei klare Torchancen zugelassen, 2 Ecken zugelassen. Aus einer Ecke ist dann das erste Gegentor entstanden und erst dann haben wir angefangen, den Faden wieder zu finden und haben dann ein bisschen zurückgefunden ins Spiel und haben die Kontrolle übernommen. Hatten dann auch in der ersten Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Aber fairerweise muss man sagen, dass es auch in der ersten Halbzeit schon gute Chancen auch auf der anderen Seite gab. Wir hätten uns, glaube ich, gewünscht und es wäre auch wahrscheinlich etwas verdienter gewesen, heute hier mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Aber nachdem wir dann es nicht geschafft haben, das Tor zu erzielen und nach der schlechten Startphase können wir uns heute halt nicht beschweren, dass wir als Verlierer vom Platz gehen. Die Enttäuschung war Edin wie vielen Borussen deutlich im Gesicht anzumerken. Eine positive Geschichte gab es gestern Abend aber noch. Marco Pasalic feierte seine Bundesliga-Premiere. 2021 durfte er bereits 12 Profiminuten im Supercup sammeln, erlebte in der Folge aber eine regelrechte Seuchensaison. Ein Syndesmosebandanriss und eine Schulterverletzung setzten ihn monatelang außer Gefecht. Jetzt ist er wieder zurück, machte mit guten Leistungen und Toren in der U23 auf sich aufmerksam und durfte gestern erstmals Bundesliga-Luft schnuppern. Nach dem Spiel habe ich mich mit dem Debütanten noch unterhalten. Marco, erstmal abseits des Sportlichen, wie klingt das Debüt in der Fußball-Bundesliga? Ja, davon träumt jedes Kind, glaube ich, das Debüt in der Bundesliga zu machen, machen zu dürfen. Dafür bin ich auch unglaublich dankbar und glücklich darüber, dass ich mein Debüt heute machen durfte hier. Und traurig aber, dass wir mit einer Niederlage dieses Spiel jetzt beendet haben. Aber auf der anderen Seite kann mein Gesicht auch irgendwo lachen, aber auf der anderen Seite ist es mehr traurig. Was hat der Trainer dir mit auf den Weg gegeben, als er dich eingewechselt hat? Er hat mir gesagt, ich soll reinkommen, einfach Spaß haben und reinflanken auf die Spieler vorne rein und frei spielen. Wie ist denn das? Also, du hast das Spiel auch vorher verfolgt, wenn man merkt, so richtig klickt es nicht, so richtig funktioniert es nicht. Mit was für einer Motivation geht man in so ein Spiel dann rein? Als Offensivspieler geht man mit der Motivation rein, auch das Spiel ändern zu können, mit einer Aktion. Und das habe ich in der zweiten Mannschaft auch das öftere Mal gemacht, meine Tore und in Situationen, wo es dann halt gebraucht wurde. Aber heute hat es halt leider nicht geklappt. Aber ich denke, ich muss da weiter anknüpfen, noch besser an mir arbeiten und dann einfach wieder Gas geben. Ganz allgemein, was glaubst du, woran hat es heute bei der Mannschaft gemangelt, um hier was Zählbares aus Wolfsburg mitzunehmen? Ich sag, die Mannschaft hat alles gegeben heute auf dem Platz. Die haben das Herz auf dem Platz gelassen, haben alles gegeben, wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Aber man hat einfach kein Glück gehabt und die Mannschaft hat halt auch 2 Chancen, die 2 Tore gemacht. Und bei uns wollte der Ball heute leider halt irgendwie nicht rein. Damit machen wir auf diese Partie ganz schnell den Deckel drauf und blicken nach vorne. Am Freitag steht bereits das letzte Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm. In Mönchengladbach wollen wir uns am Ende von 6 englischen Wochen in Serie natürlich mit einem Erfolgserlebnis in die WM-Pause verabschieden. Ich verabschiede mich für heute hier vom BVB-Trainingsgelände. Bleibt gesund, heia BVB!